Herzlich willkommen heute mit dem Thema Zufallstechnik. Ich erkläre euch erstmal, was wir genau machen werden, welche Materialien ihr braucht. Also, ihr braucht in erster Linie mal Farben. Ich habe jetzt hier einfache Fingerfarben benutzt. In verschiedenen Farben könnt ihr euch auswählen, welche euch gefallen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr keine zu Hause habt, einfach Wassermalfarben benutzen. Dauert dann vielleicht ein bisschen länger, aber funktioniert genauso gut. Ihr braucht einen Faden, einen Pinsel, drei Murmeln oder zwei. Genau, Schälchen sind wahrscheinlich auch sinnvoll für die Farben. Einen Schuhkarton und zwei Blatt Papier. Gut, die erste Zufallstechnik, die ich euch zeigen möchte, ist die Murmeltechnik. Das funktioniert relativ simpel. Ihr benutzt den Schuhkarton und ein Blatt Papier. Schneidet das Blatt Papier so zu, dass es in den Schuhkarton reinpasst. Habe ich schon gemacht. Legt das Papier in den Schuhkarton. Nehmt dann eure zwei Murmeln oder drei oder eine, wie ihr wollt. Sinnvoll ist auf jeden Fall, dass ihr Murmeln benutzt, die unterschiedliche Größen haben, weil einfach dann die Spur, die entsteht, gleich unterschiedlich aussieht. Das macht das Bild einfach spannender. So, und dann nehmt ihr die Murmeln, taucht sie einfach mal kräftig in eine Farbe ein. Legt sie rein. Und vielleicht noch eine zweite Murmel dazu. Ist völlig egal, ob die andere Farbe noch mit dranhängt. Das wird eh gemischt. Kommt auch in den Schuhkarton. Und schon geht's los. Ihr nehmt den Schuhkarton in die Hand und lasst die Murmeln wild herumfahren. So, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, na, da kommt eh nichts mehr, die Farbe ist aufgebraucht, dann nehmt ihr einfach wieder die Murmeln raus. Bei mir würde ich jetzt einfach nochmal in die Gelb gehen, weil kaum Gelb zu sehen ist. Neue Farbe nehmen. Wieder rein damit und weiter geht's. So, das Ganze könnt ihr jetzt einfach so lange machen, bis ihr ein Ergebnis habt, mit dem ihr zufrieden seid oder was euch gefällt. Könnt ihr auch noch ganz viele andere Farben dazu nehmen, wie euch das passt. Und am Ende die zwei Murmeln wieder raus. Und unser Zufallstechnik-Bild, Murmeltechnik, ist fertig. So, und jetzt kommen wir auch schon zur zweiten Zufallstechnik. Ich nenne sie Fadentechnik. Ihr braucht dafür euren Faden, den Pinsel und ein Blatt Papier, das ihr am besten vorher, wenn eure Hände noch nicht ganz so dreckig sind, faltet in der Mitte. Und dann funktioniert es auch relativ einfach. Ihr nehmt den Faden, sucht euch eine Farbe aus, die gefällt. Ich nehme jetzt einfach mal Blau. Und hebt den Faden in die Farbe und guckt, dass er schön viel Farbe aufnimmt, der Faden. So. Jetzt nehmen wir den Faden, ziehen ihn wieder auseinander und jetzt könnt ihr auf die eine Hälfte des Blattes ein Muster legen mit dem Faden, das euch gefällt. Zum Beispiel so, ich habe jetzt eine 8 gemacht. Jetzt müsst ihr das Blatt zuklappen, mit einer Hand kräftig aufs Papier drücken und dann könnt ihr einfach mit dem Faden hin und her ziehen, nach oben, nach unten. Ihr könnt mal beide Faden so ziehen und raus damit. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie das jetzt aussieht. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel Farbe benutzt, aber das ist nicht schlimm. Ihr könnt jetzt auch, wenn ihr wolltet, nochmal eine zweite Farbe nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal Rot dazu.
machen wir das Ganze nochmal. Wieder zuklappen. Bisschen andrücken. Den Faden in die Hand nehmen und ziehen, wie es euch gefällt. So, mal schauen. So sieht jetzt zum Beispiel mein Endprodukt aus. Ihr könnt aber auch einfach noch mehr Farben benutzen, den Faden nochmal durchziehen. Mal mehr, mal weniger Farbe benutzen. Auf jeden Fall entstehen dabei wunderschöne Bilder durch Zufallstechnik. Genau. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und hoffe, dass ihr tolle Ergebnisse habt. Tschüss!